Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Ja, grüß Gott. Ich bin der Frater Christoph aus dem Stift Heiligen Kreuz, bin aber ursprünglich oder geboren in Schwerin oder bei Schwerin in Norddeutschland. Ich weiß nicht, wie vielen Leuten das hier ein Begriff ist. Eine sehr schöne Stadt, nur gibt es da nicht sehr viele Klöster, also oder ja, auch die Gemeinde ist sehr, sehr schön, aber klein. Deswegen ist so ein bisschen die Frage, wie bin ich hierher gekommen sozusagen. Und mein Weg hat mich über Dresden, eine sehr also kurze, aber wichtige Station geführt. Dort durfte ich erstmal die katholische Kirche wirklich in ihren Sakramenten kennenlernen. Also eine sehr kostbare und wichtige Erfahrung. Und habe da auch sozusagen meine ersten oder die ersten Erfahrungen wirklich auch mit gelebtem Glauben in einer Gemeinschaft gemacht. Es war gerade zu Beginn oder schon ein paar Monate in der Corona-Zeit, wo sich dann wirklich also von Gottes Hand gefügt eine kleine Gemeinde sozusagen gegründet hat, die dann auch zu verschiedenen Messen, heiligen Messen sich getroffen hat. Und das hat wirklich bei mir ja, den Hunger nach dem Glauben noch so angefeuert, dass ich immer gefragt habe oder gesucht habe, wo kann ich sozusagen das weiter verfolgen, und bin dann auf die Neugründung des Priorat Neuzelle gestoßen. Habe das auch kennengelernt, die Mitbrüder da, die wirklich treu und wunderschön das Chorgebet halten und einfach in diesem auch ja, religionsarmen Land, vielleicht nicht ganz so arm wie Äthiopien, aber sozusagen das Licht des Glaubens auch da verkünden. Ich bin in diesem Moment ganz sozusagen, hab meine Pläne sozusagen oder was ich davor geschmiedet oder sozusagen mir überlegt und abgewägt habe, erstmal sozusagen hinten angestellt und gesagt, das musst du sozusagen auf dich wirken lassen, da musst du mitleben und das Erleben eben wirklich katholisch mit Leib und Seele dabei. Ja, und so wurde ich geführt, durfte dann hier das letzte Jahr das Noviziat mit 4 weiteren Novizen ja, erleben, auch eine sehr intensive und prägende Zeit. Und jetzt so wirklich darf ich hier das Studium beginnen, wirklich in einer sehr geschützten Atmosphäre, aber die wirklich auch sozusagen den Horizont bietet, den Glauben in der Tiefe, wirklich den katholischen Glauben kennenzulernen und wirklich mit Professoren, die wirklich für das Fach und sozusagen für ihren Beruf auch brennen. Also ich glaube, das ist wirklich ein Riesenschatz. Darum bitte ich auch weiter um Ihr Gebet für die Hochschule, für das Kloster, für alle Studenten, aber auch für das Priorat in Neuzelle, dass noch viele weitere sozusagen Früchte aus dieser Region kommen. Also ich glaube wirklich, wenn da sozusagen die Wasser des Heiligen Geistes fließen, da wird auf jeden Fall noch viel Fruchtbarkeit entstehen können. Also vergelt's Gott für Ihr Gebet und gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.